Ich komme hier auf jeden Fall hin und hier sind auch Gegner, die spawnen. Ja, super, super. Wieder eine ganz tolle Aktion. Und ich land wieder hier oben. Mach, was ist denn das? Ja, komm, dann leck mich doch. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Dann will ich wissen, was sich hier befindet. Jetzt ist hier eine Sackgasse oder so. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Hier geht's auch schon wieder weiter. Ach, Leute. Ich bin halt komplett verwirrt. Ich habe das Gefühl, ich muss mir jetzt hier selber so ein... Also ich muss selber dieses Labyrinth verstehen und verstehen, wo ich lang muss. Aber ich glaube, es ist doch nicht so. Also es bleibt schon recht linear. In diesem Dschungel. Also einfach wieder nur so ein Kampfraum und den kann ich ansonsten jetzt einfach gleich ignorieren. Und laufe dann so weiter, wie ich es eigentlich vorhatte, nämlich einfach weiter nach unten erstmal. Ob das überhaupt, aber überhaupt erstmal das richtige Tor war. Ich meine, bevor ich überhaupt in diese Stage 4-4, also wo ich gerade reingeguckt habe, ich glaube, ich kam aus Stage 4-2 irgendwie. Ob das überhaupt erstmal der richtige Weg war, ursprünglich, das, ja, offenbar, ne, aber da habe ich gefühlt auch noch mindestens einen anderen Weg gehabt, bevor ich überhaupt in den Raum gekommen bin, in dem ich jetzt wieder bin. Also von da oben und so. Und oh Gott, es ist verwirrend. Selbst für mich als Spieler und als Zuschauer ist es ja, glaube ich, nochmal verwirrender. Weil man sich halt nicht selber orientieren darf. Gott, ich habe irgendwie... Ich habe zu spät realisiert, dass das Ding hier runterfällt und habe vor allem nicht gewusst, wo ich denn... Ja, ich wollte doch sofort springen. Aber die Kamera muss ja auch erstmal justiert werden. Noah, ich hasse diese Kamera, die ist kacke. Okay, mit einfachen Sprüngen reicht das auch nicht mehr. Einfache Sprünge sind hier eigentlich immer das beste Mittel, damit man die Entfernung auch ja nicht falsch einschätzt, aber ja, wenn einfache Sprünge nicht reichen, dann, ne, klar, muss man eben mit langen agieren. Und dann kann es kacke werden. So wie es jetzt gerade der Fall war. Ja, ich finde es auch echt arschig, dass man wieder am Anfang landet hier. Ich meine, ja gut. Ist es nicht eigentlich immer so, wenn man runterfällt? Es ist trotzdem assi. Vor allem, weil die Plattform hier klein ist und weil die einfach einen richtig runterprügeln wollen. Komm, Jin, bitte. Es reicht. Langsam reicht es. Ja, ich werde eh wieder sterben. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich in einen Raum nicht betreten werde, weil der bringt mir keinen Mehrwert. Der bringt mir einfach keinen Mehrwert. Und zieht mir sogar mehr Energie als er bringt. Hallo, tot, Junge. Ich will hier durch. Und Energie natürlich. Das sollte selbstverständlich sein. Na, ich bin eh jetzt tot, also. Vielleicht auch besser so, ja. Ja, super. Vielleicht auch besser so. Dann falle ich nicht tausendmal runter und ich muss ja dann auch gar nicht dahin, wo ich jetzt gerade herkam. Dann laufe ich jetzt einfach direkt... Ach, ich bin jetzt schon da unten. Ach Gott, diese Speicherpunkte. Ja, das heißt, ich muss mich jetzt doch wieder diesen Todessprung hier stellen. Boah, die Kamera ist beschissen. Die Sprungphysik ist beschissen, weil ich sie nicht einschätzen kann. Also, einfach ist das hier nicht. Aufgrund der Steuerung. Ist hier oben eigentlich? Ja, hier oben ist noch so ein... Das habe ich zwar gesehen, aber ich wusste nicht, ob es normale Punkte sind oder ob es vielleicht sogar Lebensenergie ist. Aber es sind leider nur normale Punkte. Wobei ich ja jetzt die Lebensenergie auch gar nicht wirklich bräuchte. Wahrscheinlich nach diesem Kampf hier. Meine Güte, Leute, jetzt geht doch bitte mal nicht so ab. Ich will nicht doch wieder den Devil John aktivieren müssen hier. Für euch Pappnasen. Das seid ihr halt absolut nicht wert, ne? Jo, oh mein Gott. Oh Gott, wenn er mich runtergesprungen hätte, dann hätte ich schon wieder den ganzen Weg laufen müssen. Darf ich jetzt? Danke. Wir haben doch keine Zeit. Komm, jetzt für die aktiviere ich den jetzt doch mal. Das sind jetzt einfach ein paar zu viele hier. Langsam gehen die mir halt auch einfach auf den Sack. Weil die halt schon nicht wenig drauf haben. Aber es ist eigentlich echt ein ganz schönes Spiel, so um zu sagen, ja, wir machen jetzt ein Level pro Part. Pro Aufnahme. Das passt hier ziemlich gut. Ach komm, die lasse ich jetzt einfach am Leben. Wo komme ich denn hier hoch? Da, okay. Aha, und das war's wieder, wie es aussieht. Ja, ja. Scheint eine schöne Sackgasse zu sein. Muss es ja auch mal geben. Ich mag Sackgassen, ehrlich gesagt, weil ich dann weiß, dass ich den Weg schon mal aus dem Gedächtnis löschen kann, dass da nichts sein wird und nichts ist. Und dass ich nicht so viel zu erkunden habe, was mir auch einfach nur Lücken im Kopf lässt. Ach so, das ist so ein Verschiebding, oder? Oder irgendwas.
Oder auch nicht, oder ich weiß es nicht. Da unten ist tot. Toll. Ach so, ich kann dann damit nach oben kommen. Dafür ist das Teil da. Und hier muss ich später weiter. Gut. Aber orange muss ich erstmal wieder zu grün machen. Und dafür muss ich offenbar hier. Ja, okay. Also, das ist auch die schlechteste Falle überhaupt, oder? Also, dass da Gegner spawnen, das sieht selbst ein Blinder. Das sieht ein Blinder, genau, ja. Nee, aber das, ne? Ist jetzt, glaube ich... Oder sagt man das nicht sogar so? Ach, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Es war auf jeden Fall ganz eindeutig. So. Mann! Ob ich hier aber überlebe? Das kann ich... Oh, muss ich euch noch nicht sagen. Jetzt ist es aber wahrscheinlicher geworden. Deutlich wahrscheinlicher. Es hätte, glaube ich, auch so noch gereicht, aber... Die überleben halt auch ziemlich lange. Also die halten viel aus, meine ich damit. Alter Vater, okay, ich hätte es nicht geschafft. Sehen wir jetzt. Das war ziemlich genau die Energie, die ich bekommen habe. Alter, wie lange seid ihr noch am Leben? Ich nutze mein Teufelsgehen jetzt nicht. Ich habe doch gleich eh wieder so einen Checkpoint. Es reicht halt auch irgendwann. Nochmal Energie vielleicht? Nein. Okay, dann nicht. Ich hoffe, jetzt spawnen nicht in dem Gang hier nochmal welche. Natürlich spawnen hier nochmal welche. Wäre ja auch zu einfach. Ja, jetzt reicht's mir aber dann. Das, muss ich dann jetzt doch nicht mitmachen. Wobei ich... Apropos, ich muss das eigentlich gar nicht mitmachen. Stimmt. Lol. Ich kann ja einfach durch. Die Gegner sind ja nun optional. Deswegen habe ich mich auch gerade gefragt. Hä, das Ding ist doch schon türkis. Wir sind immer noch in 4-4. Nee, aber wenn ich nicht alle töten muss, dann mache ich das nicht. Dafür werde ich ja nicht bezahlt. Wir werden doch sowieso nicht bezahlt. Na, da sage ich doch, wir werden nicht bezahlt. Und damit hat sich die Sache. Ich beende jetzt dieses Let's Play hier. Ich bin doch kein Anstreicher. So. Das ist wahrscheinlich wieder... Oh mein Gott, einfach nur eine Plattform, um nach oben zu kommen. Also eigentlich wäre es sogar sinnvoller, mich jetzt erstmal am Anfang zu töten. Weil ich sowieso nicht überleben werde mit dem wenigen, was ich noch hatte. Aber dann können wir immerhin schon mal ein bisschen was vom Level sehen und vielleicht schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln, die wir dann in einem neuen Run besser einsetzen können oder irgendwas. Ich versuche es gerade zu rechtfertigen, dass ich weiterspiele. Okay, da komme ich wohl noch weiter nach oben, ja. Einmal hier, okay. Na, wo werden die Gegner spawnen? Geht's noch weiter? Oder ist es jetzt hier wirklich wieder so ein Aktivierungsteil? Hm. Von da kam ich, ne? Da, wo die Tür war. Was mache ich mit dir? Ich kann dich verschieben, ja, das ist richtig. Aber hier ist doch gar kein Ding zum Aktivieren oder was. Moment, ich gehe mal hier runter. Ja, es war klar, dass hier erstmal Gegner spawnen. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Punkt versteckt hier unter den Säulen oder so. Weil danach sieht es mir gerade irgendwie aus. Dass hier noch irgendwas ist, von dem ich noch nichts weiß. Oder was ich noch nicht sehen kann. Ja, Energie schon mal sehr gut. Teufelsgehen und dann versuchen wir trotzdem irgendwie zu überleben. Theoretisch habe ich noch eine Chance hier. Ja, aber nicht, wenn ich dem Fetten den Rücken zudrehe. Und jetzt bin ich tot. Macht ja nix. Es kostet ja nix. 5 Game Overs haben wir schon hier. Schön. Jin hält das ja aus. Das macht dem hier zum Glück nix. Oder, ja. Sein Körper schafft es auf jeden Fall irgendwie. Das ist die Hauptsache. Gibt es noch irgendwas Interessantes zu erzählen? Ich könnte euch erzählen, dass ich heute meine Fossiliengalerie komplettiert habe. Mir hätte noch einen kleinen Ort Gedöns gefehlt. Also in Animal Crossing, ne? Versteht ihr? Und ja, das letzte Fossil habe ich jetzt heute gefunden. Das freut mich. Die erste Galerie ist somit komplett. Gemälde, also die Kunstgalerie wird natürlich lange dauern. Fische und Insekten dauert halt das ganze Jahr, solange ich dann halt, also sobald ich halt jeden Monat mal gespielt habe. Oder fast jeden. Also bis zu meinem Geburtstag im Januar wird es sicherlich noch dauern. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht November, Dezember, je nachdem.
was es dann so für Fische im Januar oder im Dezember oder im November gibt. Und Insekten natürlich. Ja gut, ich sag mal, Insekten kann man wahrscheinlich bis Herbst dann irgendwann fertig kriegen. Aber ja, es ist auch so ein bisschen fehl am Platz, glaube ich, gerade in Tekken. Vielleicht muss ich die Dinge auch irgendwie aufeinander stapeln. Mann, ey. Wie viel Energie die mir jetzt schon abgezogen haben hier, ne? Ich meine, so krass viel sieht das jetzt nicht aus, aber es ist halt schon... Boah, 35%, jetzt schon 40%, 45. Also es... Das ist halt... Ja, jetzt sind es 50. Das ist halt einfach krank. Ich sag mal, jetzt reicht's auch langsam. Nee, richtig angepisst. So, okay. Hat das Ding da oben keine Relevanz? Sag mal. Also das hier. Wofür brauche ich das? Ach nee, Moment, das ist doch nicht. Bringt der mich jetzt hier weiter? Muss ich die beide gleichzeitig... Ich blick's gerade nicht. Zeit, klar. Okay, gut, aber... So ganz verstehe ich es doch nicht. Hä? Ich weiß vor allem nicht, was das Ding damit zu tun hat, weil das... Ja klar, normalerweise packe ich das auf solche Schalter drauf, aber es... Naja, es könnte vielleicht... Bringt das einen zeitlichen Vorteil, wenn ich das... ja gut, aber dann habe ich es jetzt schon wieder verkackt. Oder? Ja, wobei, nee, habe ich nicht. Nee, ich überlege mir halt, ich könnte das wahrscheinlich darüber ballern. Und dann schaffe ich das zeitlich überhaupt erstmal, weil ich dann hier rüber kann. So ist es wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß gar nicht, was denn überhaupt kaputt geht. Das hier oder das andere? Das hier. Okay. Ja, ja, so war das wohl gemeint. Auch wenn ich das Gefühl hatte, gerade war ich zeitlich noch im Rahmen, aber das Spiel sieht das wohl offenbar anders. Und selbst wenn es nicht nur so geht, so geht es auf jeden Fall schneller und besser. Aber ich denke mal, das war so beabsichtigt, dass ich das sonst gar nicht schaffen kann. Weil die bauen mir hier meistens keine Hilfen ein, sondern auch wirklich nur Sachen, die wirklich notwendig sind. Zumindest nach meiner Erfahrung bisher. Alles hat einen eindeutigen Sinn. Nichts ist einfach nur optional. Ja, aber also von den richtigen Elementen her. Die Gegner sind meistens also können auch optional sein. Aber solche Rätselsteine oder so ein Gedöns da, das ist eigentlich immer Pflicht. Genauso wie diese roten Dinger einzusammeln, das ist auch auf jeden Fall Pflicht für mich. Okay, der Raum sieht schon wieder aus wie jeder andere zuvor. Okay, nicht jeder andere, aber... Gefühlt gab es schon viele Räume, die so aussahen. Aber es ist jetzt der zweite, wo es so ein Pendel gibt, was ich selber aktivieren muss. Und glaube ich erst der vierte insgesamt, wo es so ein Pendel gibt. Ach du Kacke, das sieht mir nach einem fetteren Stein aus, oder? Der ist auch schon beschützt, bevor ich ihn überhaupt zerstören kann. Ja, das scheint mir was Besonderes zu sein. Ich meine, wir kommen jetzt auch langsam so in Gefilde, wo man mal langsam Richtung Boss denken kann, würde ich behaupten. Wir sind ja auch schon wieder 48 Minuten in der Aufnahme hier. Wie gesagt, da würde ich langsam mal denken, dass wir da Richtung Boss denken könnten. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich gerade bin. Ich bin in Stage 4-4 immer noch irgendwo. Orientierung habe ich komplett verloren. Was aber auch, glaube ich, normal ist. Wenn man jetzt nicht gerade hier versucht, 100% zu holen und dieses Level 50 mal spielt, dann versteht man es vielleicht langsam so ein bisschen. Das ist bei mir aber noch nicht der Fall. Vor allem, weil ich nicht vorhabe, das zu 100%. Darf ich jetzt hier runter, oder? Ja, ich muss hier so runter, weil sonst öffnet sich hier wahrscheinlich nichts. Weil hier Gegner spawnen. Junge, 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 Junge. Bin sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wie weit es vor allem noch geht. Und ob wir dann hier auf Ogre treffen werden und ihn dann final besiegen müssen oder wie das hier läuft, oder... Ob das halt vielleicht auch generell jetzt unser Boss durch den ganzen Modus ist, oder ob wir dann noch jemand anderes treffen werden. Vielleicht treffen wir nochmal auf Heypachi. Auf Jinpachi, das, würde ja auch durchaus irgendwie Sinn machen. Aber der Tempel, in dem wir jetzt sind, das ist jetzt nicht irgendwie noch unter dem Honmaru oder sowas, ne? Das ist was anderes, glaube ich.
Ich kann es euch nicht genau sagen, aber... würde ich jetzt einfach mal vermuten. War da hinten nicht noch irgendwie ein Weg? Nee, der war einfach blockiert, wo ich herkam. Glaube ich, irgendwie so in die Richtung. Ah, so. Wo bin ich? 4-4 auf jeden Fall noch. Oder wieder, oder... fragt mich nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, links und rechts so Steine zu zerstören. War ich hier schon mal? Kann gut sein, oder? Ich hatte... stimmt, doch, oder? Nee, Moment. Oder nein, oder nee, ich weiß nicht. Ich wollte sagen, ich war doch irgendwo mal, wo es so einen roten Dings da gab. So einen roten, wo ich noch nicht lang konnte. Ich dachte, vielleicht wäre das jetzt hier, aber ich glaube, das war das nicht. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt hier gerade mittendrin irgendwo gespawnt. Das hier war, glaube ich, der rote Bereich, ne? Also hier war, glaube ich, mal rot. Ich glaube, so war das. Hier bin ich gespawnt, ne? Hier rechts ist doch gleich dieser Bereich, oder? Nee, ach. Hier ist auf jeden Fall diese rote Tür gewesen jetzt. Naja gut, wie auch immer, da oben ist eine blaue Tür, da muss ich gleich durch. Wie es scheint. Jetzt bin ich wieder in dem... jetzt bin ich in... ja genau, ich bin jetzt wieder in 4-2 und kann jetzt hier rein. Okay, und hier ist der Boss. Also, denke ich mal. Ach du Scheiße. Okay, was geht ab? Was ist das für eine Musik? Ich kenne die Musik. Ah, die ist aus Tekken 3, ne? Ist das nicht irgendwie die Paul Phoenix Musik oder sowas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade unsicher. Ich weiß jetzt nicht, ob auch... vielleicht haben wir hier auch gar keinen richtigen Boss. Also in Form von einer Person, sondern halt mehrere kleine Bosse. Kleine Gegner halt. Durch die wir uns ein bisschen durchschlagen müssen. Wir müssen auf jeden Fall die Plattform nutzen. Und das gefällt mir schon mal nicht. Ich hoffe, sie fallen nicht runter. Sieht mir tatsächlich so aus. Komme ich da denn rein? Ja, manchmal darf ich da auf jeden Fall attackieren. Muss aber aufpassen. Okay. Und die Plattform verschwindet, wie es aussieht dann auch, wenn ich sie, wenn ich das Ding darauf erledigt habe. Okay. Also ich glaube, das Schwerste wird, oh mein Gott, hier erstmal sein, nicht runterzufallen. Das Gute wiederum ist, ich habe Heilungsmöglichkeiten. Kann ich denn einfach jeder, oh mein Gott, holy shit. Kann ich denn einfach jederzeit drauf? Nee, ne, das sieht, ich glaube, ich muss erstmal hier die Gegner besiegen, bevor ich überhaupt darüber springen kann. Jeweils. Oh mein Gott, okay, erstmal Devil Jin. Ich glaube, ich muss erstmal die Leute hier besiegen. Dann passiert nämlich genau das, was gerade passiert ist, dass diese Energiewände, diese grünen, verschwinden. Bei diesen Energiepunkten, die ich zerstören muss. Und dann erst. Meine Güte. Holy fuck. Kannst du es halt zerstören. Also klar, wenn jetzt hier die Barrieren noch da sind, kann ich die Dinger natürlich nicht angreifen. Macht Sinn. Ich glaube, ich habe jetzt hier den Gegner besiegt. Oh mein Gott. Ah. Kommen hier noch welche? Nein. Okay. Vielleicht sind aber auch bestimmte irgendwie, die jetzt hier deaktiviert werden. Ja, ich sag ja, das wird auf jeden Fall das Schwerste hier sein, die Plattform richtig zu treffen und alles. Weil die Sprünge kacke sind. Darf ich hier rein? Nein. Also ich meine, ich könnte es mal versuchen, was denn passiert, aber möchte ich gar nicht. Sehe ich denn irgendwie, was da angreifbar ist? Ja, das da ist lila. Dann würde ich da eigentlich vermuten, dass ich da lang darf, oder? Dass ich da was machen kann. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht durch die grüne Barriere durchspringen. Nee, also verstanden wäre übertrieben. War das gerade einfach irgendwie Glück, oder was? Und was ist jetzt in der Mitte los? Muss ich da... ja, da muss ich offenbar hin. Ja, ich glaube, ich habe quasi gerade meine Angriffsphase verpasst. Aber nee, verstanden habe ich es absolut noch nicht. Das war gerade einfach nur richtig Glück. Ich bin halt einfach drauf losgesprungen, weil ich so dachte, ja, ich muss ja da irgendwas auf jeden Fall machen da hinten. Aber warum ich jetzt... also, das war halt wirklich pures Glück, dass ich den richtigen quasi erwischt habe. Wo ich dann auch wirklich was machen konnte. Ich bin gleich eh tot. War es das hier jetzt? Ja, sieht erstmal so aus. Darf ich hier was machen? Oh mein Gott, ich darf runterfallen. Bei dem darf ich nichts machen, wie es aussieht.
Darf ich bei ihm was machen? Hm. Ja. Jetzt sind wir auch bei allen so durch gewesen. Hm. Nee, also den Boss habe ich noch nicht verstanden. Leider. Ja, der war zu... Oh, nee, der war nicht so weit weg. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt eigentlich mal warten, bis die Plattform vielleicht so zu mir hinfährt. Ich denke halt, ich muss die Gegner besiegen und dann irgendwie rechtzeitig an so ein Ding dran. Aber ich weiß leider nicht, wie ich die Barriere halt deaktiviere von dem Ding. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich gucke mir jetzt vor allem mal an, was denn da gerade vielleicht... ja, was ich richtig gemacht habe. Was... Wie das Ding vielleicht gekennzeichnet war, was ich angreifen konnte. Also eins ist hier so rot markiert. Ich warte jetzt hier einfach mal. Dann müssen die Dinger sich vielleicht irgendwie selbst anschießen oder so. Ne, wenn ich hier hinspringe, passiert nichts. Hm. Was habe ich getan und was muss ich jetzt entsprechend tun? Die Dinger kann ich ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie schlagen oder so, oder? Fuck, ey. Was habe ich denn gemacht? Ich meine, es ist schön, dass ich überhaupt weiß, dass die Barrieren weggehen können. Ich muss halt nur jetzt noch rausfinden, wie das nochmal ging. Also wie ich das zufällig geschafft habe. No. Ah, so ein Mist. Ah, da. Eins geht irgendwie immer weg nach einer Zeit. Ich muss halt nur mich richtig drehen und das Richtige sehen, oder was? Ist es so? Ach, okay, ja, tatsächlich, tatsächlich. Scheint so zu sein. Aber habe ich nicht vorhin sogar eins zerstört? Okay, dann würde ich sagen, versuche ich das jetzt mal so. Meine Güte, lass mich doch bitte einmal hier. Ich versuche das jetzt so, dass ich die Gegner zerstöre. Also kaputt mache, hier besiege, irgendwas. Und dann warte ich erstmal ab, bis die hier ihre Laserkacke geschossen haben. Und warte einfach mal, ob sich dann... Also guck dann halt von hier immer so ein bisschen im Kreis. Ob sich dann hier irgendwas tut, ob da irgendeine Barriere weggeht. Und versuche dann da noch schnell hinzukommen. In der Hoffnung, dass das vielleicht der Weg ist. Weil ich auch gerne Energie einsammeln würde, aber das ist jetzt gerade eigentlich nebensächlich. Nee, ich kann auf... Ja, gut. Ich kann auf jeden Fall nicht die Dinger irgendwie zurückschlagen oder irgendwie zerschlagen. Ich verliere einfach nur Energie dadurch. Vielleicht sollte ich mir auch die Sequenz angucken, gebe ich auch zu. Das könnte mir vielleicht auch nochmal helfen. Ja, aktuell muss ich eigentlich... Ja, super. Nur darauf warten, dass die Gegner spawnen, ne? Eieiei. Äußerst interessantes Ding hier auf jeden Fall. Ja, ich vermute, wir werden einfach weiter in den Tempel vordringen jetzt immer weiter und dann irgendwann nochmal auf Ogre treffen und dann vielleicht als Endboss oder so. Vom ganzen Modus. Wäre jetzt so meine Story-Vermutung. Wenn wir jetzt hier so ein Syndikat-Gedöns haben, irgendwas richtig krass technisch am Abgehendes. Passiert hier was? Oder muss ich vielleicht auch selber nochmal aktiv werden? Ich meine, das Ding leuchtet halt die ganze Zeit. So, oh mein Gott. Ich muss gerade definitiv beobachten. Irgendwas ist runtergegangen. Das ist runtergegangen, okay. Also ab darauf. Und Damage machen. Sehr gut, das Ding ist tot. Jetzt schnell runter irgendwo. Irgendwo natürlich am besten, wo ich auch stehen kann. Wäre top. Ja, also das scheint auf jeden Fall die richtige Herangehensweise zu sein, dass ich hier Gegner besiege, den Kugeln ausweiche und dann warte, bis halt irgendwo... In der Zwischenzeit könnte ich mir theoretisch dann noch Energie holen. Bis dann irgendwo halt eine Barriere runtergeht. Das scheint nämlich zu passieren. Und beim ersten Mal hatte ich einfach nur unglaubliches Glück, dass ich genau an der richtigen Stelle war.
Weil da bin ich auch einfach drauf losgesprungen, weil ich Energie haben wollte. Ich warte jetzt wegen meiner Energie noch. So, ein Ding ist weg. Eine Plattform ist komplett weg. Das wissen wir ja auch. Ja, gut. Aber das ist ja trotzdem kein Viertel der Energieleiste, was ich jetzt da runtergerissen habe bisher. Das finde ich so ein bisschen interessant. Ah, ja doch, die schießen sich schon irgendwie selber ab. Das stimmt schon. Nein! Kacke. Also die schießen sich irgendwie gegenseitig selber ab, wie auch immer. Und ich war zu spät. Okay, aber wissen wir Bescheid, wie das geht hier. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass es auch wieder ein ausdauernder Kampf wird. Und dass es wahrscheinlich wieder zwei lange Parts sein werden dann, weil wir sind jetzt bei einer Stunde genau. Aber ich glaube, der Kampf könnte noch so 10 Minütchen dauern tatsächlich. Also, was ich jetzt hier so sehe, das sieht nicht so aus, als könnte das jetzt schnell was werden. Ist auch wieder so ein langer Kampf. Langwieriger Kampf. Das war gut mit Energie. Also Energie bekommt man hier auf jeden Fall einige. Das ist sehr nett. Da muss man sich jetzt vielleicht eher weniger Sorgen drum machen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall mal weitere Energie einsammeln. Man kann ja immer so ein bisschen gucken, auch wo die hingehen und sieht dann, wo eventuell was kaputt geht. So, das waren zwei Bälle ins Leere. Oh mein Gott. Geht er da drauf zu? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein. 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 Er kommt wieder. Oder muss ich es selber beeinflussen? Nee, 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 nee. Das war jetzt ein bisschen blöd mit der Energie, aber... Es ging nicht anders. Scheiße, ja, ich hab schon befürchtet, dass es zu weit weg ist. Da muss man mal passen mit den Plattformen hier. Meine Güte! Ist das schnell! Boah, da muss man echt flink sein. Holy shit. Schon zweimal das Timing jetzt verkackt wegen den Plattformen. Boah, ist das doof. Also hätte ich quasi eher warten müssen und dann halt von der richtigen Plattform ausspringen müssen. Aber ja, da kommt halt wieder dazu, dass es unglaublich schwierig abzuschätzen ist, wie weit er überhaupt springen kann. Es hätte ja auch sein können, dass er das jetzt schafft, weil er so irre weit springen kann und hoch und alles. Aber nein, tatsächlich nicht. Das reicht dann doch nicht. Ein interessanter Bosskampf, das will ich ja gar nicht absprechen. Einfach ist er definitiv nicht. So, ich glaube, ich habe schon alle Energie eingesammelt, die hier rumliegt, ne? Scheiße. Er ist auch belastend. Ach, hä? Warum das denn jetzt? Das ging jetzt aber ein bisschen zu schnell, Kollege. Halt, ich war doch schon da. Ach, jetzt leck mich doch am Sack. Also irgendwann reicht's halt auch mal. Ich war doch da. Ich habe das Ding noch... Na, Mann. Ja, ich werde jetzt daran sterben hier. Ich glaube, die Phase schaffe ich jetzt einfach gar nicht mehr. Also selbst wenn ich immer direkt da bin und alles und oh mein Gott. Ey, das wird kein leichter Boss. Kann lange dauern. Ich muss mich jetzt halt auch einfach echt konzentrieren. Ich meine, das habe ich jetzt eigentlich eh schon verkackt, die Runde. Ich meine, ich muss noch so viele Runden jetzt überstehen und ich habe keine Energie mehr zur Verfügung. Ja, das war klar. Das konnte ich nicht mehr schaffen. Aber jetzt der Versuch. Da kann ich doch jetzt eigentlich relativ wissend und unproblematisch rangehen, möchte ich mal sagen. Man hat ja halt einfach nicht die Zeit, sich anzuschauen, welche Plattformen denn sich überhaupt eignen würden. Zum Draufspringen. Bei der ersten Plattform ging das irgendwie immer ganz gut. Lasst mich doch bitte einfach einmal in Ruhe leben und alles und euer Leben zerstören. Das macht uns das Ganze deutlich angenehmer. Meine Güte. Hau ab. So, immer schön die Elektrobälle hier im Auge behalten. Ich bin... Na, jetzt habe ich X gedrückt. Ich hasse es. So, das Ding ist auf jeden Fall erledigt. Das ist gut. Und ich habe den Sprung geschafft. Ich bin ja beeindruckt. Wenn es insgesamt sehr knapp war. Hau ab. Ihr Arschgrotten, die greifen mich halt alle mega direkt an so. Also... Alle auf einmal, wollte ich damit sagen. Ja,
dein Nebenkollege. Ja, du leider nicht. Hallo! Zieh mir doch nicht mein ganzes Leben ab. Ich glaub's ja nicht. Braucht die Energie auf jeden Fall hier. Alter, wie wenig war das denn jetzt bitte? Ja, und ich spring direkt in den Energieball rein. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, ey? Was ist weg? Das ist weg. Wunderbar. Das passt ja sogar mal. Ey, ich bin so weit wie nie zuvor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ach, es ist aber auch so blöd, weil die direkt verschwindet und alles. Okay, direkt ist jetzt wieder ein bisschen überdrückt. Ja, das ist eigentlich am besten, wenn ich direkt runterballer. Aber ich brauche gerade schon wieder Energie. Alter. Ey, wie soll man das denn? Das ist doch irre. Irre ist das einfach. Ja, die schlagen einfach direkt auf mich los und alle zusammen und einfach unfair hier. Hab doch gar keine Chance. Lass mich in Ruhe. Ey, keine Chance, Junge. Ich sehe mich echt nicht, dieses Level hier schaffen. Also selbst wenn jetzt alle vier Kontrolldinger weg sind, dann habe ich doch immer noch gefühlt die Hälfte von dem Ding mindestens mal. Und jetzt muss auch erstmal wieder eins zerstört werden hier. Wo ich dann rechtzeitig hinkommen muss. Schaffe ich jetzt auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Der Plattform bitte landen. Ja, die Perspektive ist halt super. Ich sehe gar nichts. Leck mich. Was soll ich denn da machen? Oder muss ich jetzt etwa direkt das Ding besiegen? Das nächste? Wenn ich, ja, darf ich sogar. Tatsächlich, krass. Oder auch nicht? Ja, ich springe auch einfach in mein Glück rein. Ne? Ich bin auch echt dumm. Weil ich jetzt hundertprozentig dachte so, ja, das Ding geht jetzt tot. Ja, ich bin auch gerade sehr ungeduldig, weil ich langsam auch einfach aufhören möchte hier. Ich möchte jetzt durch sein. So einfach ist es aber leider nicht. Ah, oh, Junge. Ey, was ist das für ein Boss? Die werden halt wirklich immer, immer schwerer. Und nach 2-0 dachte ich schon so, also, war aber jetzt schon krass, ne? Ach, du Kacke. Für den Boss muss man ja schon die Hälfte der Aufnahme einplanen jetzt. Also wirklich. Ungelogen. Auch wenn es ewig dauert, durch die ganzen Hallen hier zu rennen. Aber das ist ja noch krasser hier. Vielleicht muss man einfach nur ein bisschen Glück haben, dass die Gegner einen einfach nicht immer direkt alle auf einmal attackieren. Das kann ja auch schon helfen. Was? Ja, ich wollte schon sagen. Ja, super. Boah, ich habe aber auch gerade wieder ein Glück, ne? Wo ist denn das Ding jetzt? Ja, weg. Cool. Wo kommt denn das Ding jetzt schon wieder? Oder, ja, jetzt kommt einfach... Hallo? Was? Wo? Da. Meine Güte. Aber ich muss halt sagen, das Gute ist, timing-technisch habe ich das mittlerweile, glaube ich, relativ okay drauf. Das war auch zum Glück diesmal ein bisschen besser. Aber trotzdem abartig. Ein abartiger Kampf. Und auch pures Trial and Error natürlich. Aber ich fühle mich langsam in der Lage, zumindest diese vier Dinger zu zerstören. Drei haben wir schon geschafft, glaube ich, ne? Aber wie es dann weitergeht, ist die Frage. Kommen da nochmal vier Türme? Dann sehe ich aber schwarz. Gute Nacht. Du Arsch. So. Energie, elsewhere, da. Elsewhere vor allem, anywhere. Ist, glaube ich, besser. Das Ding da. Ja, sehr gut. Ab dafür. Ab geht's für den Mark. Oh Gott, das war knapp. Energie habe ich jetzt, glaube ich, nicht gebraucht, oder? Oder doch? Oder? Ach. Ich weiß es nicht. Kann ich diese Fetten bitte immer einfach runterwärmen? Super. Na. Es lief auch noch zu gut in dieser Phase. Viel zu gut. Weg mit dir. Okay, sind alle tot? Alle tot, ja? Okay. So. Zwei Dinger leben noch hier. Ja,
Er dreht noch eine Ehrenrunde, wie es aussieht. Ja, okay, okay. Man hat einmal daneben springt hier sowieso Essig für den Versuch, den Turm zu zerstören. Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich habe immer noch ein Energieding da oben. Das hole ich mir jetzt auch einfach mal. Ja, ich dachte, ja, hm. Hat im Endeffekt trotzdem mehr gebracht, als es mich gekostet hat, aber... Ich glaube, es fliegt drauf los, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Doch, okay. Nein, ich war zu spät, ich war zu spät. Scheiße. Ja, ach Mann! Das ist aber auch... Wie lange braucht das Ding denn jetzt da bitte um... Das, das ergibt für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Warum hat denn das jetzt so lange gedauert, bis das Ding diese Barriere zerstört hatte? Ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Okay, oder es war random, oder... Ach, ich verstehe es gar nicht mehr. Das war dumm! Niklas, mach doch keinen Scheiß jetzt hier! Ja gut, das kann ich jetzt eh vergessen, bis das Ding wieder da ist. Okay, es ist auf jeden Fall eine andere Phase. Und ich mache gerade halt nur Scheiße. Okay, es geht jetzt halt immer random weg. Jetzt ist nicht mehr diese eine Kugel, die das verfolgt. Das habe ich halt nicht gepeilt. So. Jetzt kann ich wahrscheinlich immer nur so ein bisschen Schaden machen. Oder? Oder ganz? Oder komplett? Oder komplett tot? Nein? Gut. Dann bin ich gleich komplett tot. Ja, vielleicht ist es dann wirklich das Finale dieses Bosses, so dass das dann auch gleich echt vorbei ist. Das wäre toll. Jetzt kann ich wieder hin. Und hoffentlich den Gnadenstoß geben. Hier, die Gnadenstöße. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja! Oh, Rang D ist mir auch scheißegal. Ich habe immerhin 93% KO-Rate, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe 1000 Sachen vergessen. Holy shit. Ja, wir sind jetzt tatsächlich noch bei 10 Minuten gelandet. Es war tatsächlich nicht gelogen. Und ja, dann schneide ich euch da schön zwei, keine Ahnung, 35-Minütchen-Parts raus. Und dann, ja, sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Dann haben wir wieder schön eine Stufe in zwei Parts geschafft. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Tschüss.